Ich bin das fünfte Kind in meiner Familie. Wir sind 7 Kinder zu Hause. Ich bin aus Sohag, das ist in Oberägypten. Mein Vater war Schulleiter, meine Mutter war Hausfrau. Ich habe 38 Jahre in Alexandrien. Also Alexandrien ist ein Stück von mir. Die sind alle in meinem Herzen. Und darum, wenn man jemanden liebt, kann man seinen Namen nicht vergessen. Ja, ich kann leider nicht viel an vieles erinnern. Ich weiß nur, dass damals gesagt wurde, es kommt hohe Besuch aus Deutschland. Bitte, Sie sind die Jüngste. Sie bringen ihm etwas zum Trinken, bieten das an. Die Frage habe ich mich oft vorgestellt, aber ich finde keine Antwort. Das war nur Fügung Gottes. Das ist meine Familie. Ich habe sehr viel gelitten, dass ich zu Hause, also von zu Hause weggehe. Ich habe mich wirklich Mittag sehr gewundert, dass sehr laut bin. Ich rannte am Fenster und sah, dass Leute sehr viel mit Scheine aufeinander werfen und wird geschrien. Es war zuerst weit von unserem Haus, aber dann umringten sie unser Haus von allen Seiten. Und am Abend, ich habe das Licht ausgeschaltet und hörte so auf der Straße, die Nachbarn waren sehr, sehr lieb und ein Nachbar sagte, und wer beschützt die Schwester jetzt? Dann sagte der andere, denen beschützen wir, die tun kein Mensch zu leiden. Aber ein Chauffeur, der Mofrach und mein Neffe, wir waren damals im Haus und übernachteten auch bei uns. Und Gott sei Dank, wir hatten die Mauer nicht so hoch, konnte jeder auf die Mauer springen. Und das Tor war nicht so fest. Die haben über die Mauer so Feuerstücke geworfen und so. Aber wir hatten keine Wache am Tor und an Türen auch am Tor, an der Tür nicht. Und deswegen sage ich, die Nachbarn, die haben uns geschützt, das muss ich erzählen, das war sehr wichtig. In Alexandrien hat kein Mann in der Wohnung geschlafen, die mussten alle vor der Tür ihre Häuser beschützen, von den Räubern, von den... Und dann saßen die Nachbarn vor unserer Tür, die ganze Nacht haben die gewacht, um uns zu beschützen. Das ist wirklich nicht zu vergessen. Ja.